Untersuchungskommissionen. Das und Berge von Leichen. Das waren einst Menschen, Gotteskinder. Millionen zu Tode gequält von deutschen Henkern. Millionen verbrannt, wie hier in Majdanek, zu Asche verbrannt in Riesenöfen, wie etwa in diesem hier in Buchenwald. So starben sie. So hatten sie leben müssen. Die Folterkammer in Majdanek. Hier wie überall wurde nach streng wissenschaftlichen Methoden gefoltert. Die verbreitetste und vervollkommenste Mordmethode war die Gaskammer. Den Gefangenen wurde gesagt, sie würden ein Bad nehmen. Sogar ein Handtuch gab man ihnen, um sie in Sicherheit zu wiegen. Aber als die Tore des Badehauses sich hinter ihnen schlossen, strömte Gas aus den Brausedüsen. Das System war überall dasselbe. In Dachau, in Majdanek, in Auschwitz, in Mauthausen. War das Gift dasselbe. Zyklon. Noch ehe die Leichen erkaltet waren, wurden sie in gewaltigen Öfen verbrannt. In Auschwitz allein gab es 4. Sie brannten Tag und Nacht. Die Zahl der im Vernichtungslager Auschwitz allein Verbrannten wird auf 4 Millionen geschätzt. Und die Knochen wurden vermahlen und als Düngemittel an deutsche Bauern verkauft. Ja, die Todesmühlen waren ein einträgliches Geschäft. Hier sind Tausende von Kleidungsstücken, die man in Dachau den Internierten abnahm, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Schuhe. Schuhe in allen Größen. Kinderschuhe. Ja, selbst Spielzeuge und Puppen. Aus dem Jammer gequälter Menschen wurde reiches Kapital geschlagen. Das ist Frauenhaar, den weiblichen Gefangenen ab, bevor man sie umbrachte. Sorgfältig gebündelt, um verkauft und verarbeitet zu werden. Der große Lagerschuppen von Buchenwald. Und jedes der Lager hatte einen solchen Schuppen. Schmuckstücke, Uhren, Eheringe, Berge von Brillen, Goldzähne, die den Toten und Lebenden ausgebrochen wurden. Und das sind die Instrumente, mit denen man sie den Opfern ausriss. Ein reicher Ertrag. Gold aus dem Munde Ermordeter. Als die Befreiung näher rückte, organisierten die Lagerbehörden den Massentransport von Gefangenen, um die Spuren zu verwischen. Hunderttausende erstickten in stinkenden, vollgepackten Güterwagen. Tote und Lebende hatte man ins Wasser geworfen. In Majdanek, in Ordruf und an vielen anderen Orten wurden noch in den letzten Tagen Tausende erschossen. Bajonetten erstochen, mit Spaten erschlagen. Das ist... Flossenburg. Berlin.
Hier starben noch in den Wochen nach der Befreiung 13.000 Menschen, die durch jahrelangen Essensentzug so geschwächt waren, dass alle Sorgfalt und Pflege sie nicht mehr retten konnte. Ich erinnere mich, beim Nürnberger Parteitag habe ich Heil geschrien. Und dann, an einem anderen Tag, als die Gestapo meinem Nachbarn holte, habe ich mich abgewendet und gefragt, was geht's mich an? Erinnert ihr euch noch? 1933, 1936, 1939. War ich dabei? Was habe ich dagegen getan? Millionen Deutsche, die dem Bösen zujubelten. Millionen Deutsche, die sich an Hass- und Rachegesängen berauschten. Millionen von Deutschen, die dem freien Wort, dem freien Geist Tod und Verderben schwuren. Millionen Deutsche, die ihre Hand liehen, um unschuldige Menschen, wehrlose Völker zu überfallen und zu morden. Die Saat ist aufgegangen. Kreuze. 100 Kreuze, 1000 Kreuze, Millionen Kreuze für die Opfer der deutschen Todesmühlen. IG Auschwitz. Man sagt uns, wie schrecklich Auschwitz war. Die Konzentrationslager, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Aber wusstet ihr das hier? Dass 7 Kilometer von den Konzentrationslagern weg die größte Industrieanlage der damaligen Welt entstanden war? Die IG Auschwitz. 100%ige Tochter von Bayer, Hoechst, BASF und anderen IG Farben-Konzernen. Geplant, dort war die chemische Kriegsproduktion zur Eroberung Osteuropas. 24 Quadratkilometer, 8 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, 8 Kilometer zurück, 3 Kilometer breit. Hier eine Luftaufnahme, das ist die IG Auschwitz. Hier sind die Konzentrationslager, das ist Birkenau. Wussten Sie davon? Bei den 60-Jahr-Feiern zur Befreiung des Konzentrationslagers waren 45 Staatsoberhäupter dort. Was glauben Sie, wie viele von denen im Konzentrationslager waren und wie viele dorthin gingen? Alle waren sie da. Keiner war dort. Das KZ Auschwitz wurde mit Hilfe der IG Farben vom Zwangsarbeitslager zum Vernichtungslager ausgebaut. Die Deutsche Bank gab einen Kredit an die IG Farben von 1 Milliarde Reichsmark. Einer von zigtausenden Sklavenarbeitern war der junge polnische Häftling mit der Nummer 6804, August Kowalczyk. Die Pharmasparte von Bayer IG Farben erprobte ihre Chemopräparate im KZ. Präparat BE1034. Warum steht denn da so eine komische Bezeichnung? Warum steht da nicht Rotenol oder Salvasan? Patente. Geheimhaltung. Die Präparate, die dort getestet waren, waren nicht für die Gesundheit gedacht, sondern für das Geschäft. Die meisten Tests, die dort durchgeführt wurden, wurden mit einer neuen Präparateklasse durchgeführt, die nannte sich Chemotherapie. Wir haben über Patente gesprochen. Aus diesem einen Stickstoffmolekül macht man Sprengstoff, patentiert diesen Prozess. Man kann aus Stickstoff auch anderes machen, man verschmilzt 2 Stickstoffmoleküle zu einer Molekülgruppe, die nennt sich Azo-Gruppe. Dann
hat man eine Chemikalie, die man den KZ-Insassen infundiert oder in Tablettenform gibt und guckt, ob das als Chemotherapeutikum wirkt, weil es so giftig ist. Der Großteil der Testpersonen überlebt nicht. Dann höre ich immer, ach, das waren ja die SS-Ärzte. Auch dies Dokumente aus Nürnberg, Bayer, Höchst, ein Lieferschein an den Herrn SS-Obersturmführer Dr. Vetter, Lagerarzt, Konzentrationslager Gusen. Wir liefern Präparat 3582. SS, Lagerarzt. Hier ein Schreiben der IG Farben an Ihren Mitarbeiter, Dr. Vetter, von der Personalabteilung von Bayer. Wir schulden Ihnen, Herr Dr. Vetter, noch 375 D-Mark Urlaubsgeld fürs letzte Jahr. Auf der Rampe in Auschwitz war die Zahl der Testpersonen für diese schrecklichen Experimente unbegrenzt. Die Ärzte wählten aus. Selbst Kinder dienten der Bayer IG Farben-Sparte als Testpersonen. Eine Versicherung gegen die Gesundheitsschäden der Bayer Privat gab es nicht. Die Opfer des Pharmatests wurden in den Gaskammern des KZs entsorgt. Und die IG Farben verdiente noch an diesem Prozess, denn das Zyklon B, was benutzt wurde, kam von der IG Farben-Tochter Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfungsmittel mit ihrem Vorstandsmitglied Wurster. Die politischen und militärischen Handlanger wurden abgeurteilt. Das verkaufte man uns als das Nürnberger Tribunal. Man erzählte uns nichts davon, dass die Aktien von Bayer Höchst und BASF von IG Farben an die Konkurrenz in den Siegermächten übergingen, nämlich die Rockefeller-Gruppe in den USA und die Rothschild-Gruppe in Großbritannien und Frankreich. Und was diese Herren machten, erzählte man uns auch nicht. Die hatten nämlich ein Interesse dran, dass die im Nürnberger Verfahren verurteilten IG Farben-Manager möglichst schnell wieder rauskamen und für sie ihre Arbeit weitermachten. Und so wundert es auch nicht, dass Karl Wurster, den wir eben schon kennengelernt haben, nach dem Krieg 13 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des BASF-Konzerns war. Es wundert auch nicht, dass Fritz Termeer, der in Nürnberg wegen Völkermord und Versklavung von Zwangsarbeitern und anderen Verbrechen gegen das Menschenrecht rechtskräftig verurteilt war und im Gefängnis saß, keine 10 Jahre später wieder auf dem Sessel des Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Bayer saß. Er hier, den kennen wir, Herr Wurster, fand alsbald einen jungen, aufstrebenden Mitarbeiter der BASF mit Namen Helmut Kohl. Zwei Jahrzehnte später war er Bundeskanzler. Eine magische Hand hatte ihn von den Reihen des BASF-Mitarbeiters ins Kanzleramt geführt. Sein Nachfolger, so wollte er es, sollte Herr Schäuble werden. Die Partei wollte es nicht. Drum wurde es sein Mädchen. Er nannte Angela Merkel immer sein Mädchen. Und jetzt machen die beiden in Deutschland die Politik in besetzten Gebieten. Nach dem Krieg finden wir den Nazi-Blut- und Ehre-Juristen Hallstein an ganz anderer Stelle wieder. Er unterschreibt mit Adenauer zusammen die römischen Verträge 1957, die Grundlage dessen, was wir heute als EU kennen.